Spaß und Action, Erholung und pure Entspannung. Wohltuende Momente genießen. Brändles Nichte. Kriminalhörspiel von Hugo Rendler. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, es freut uns, Sie im Rahmen Ihrer Fortbildung in unserem Hotel willkommen zu heißen. Um unser Angebot in Zukunft noch besser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen zu können, möchten wir Sie... Brändle? Auch. Wie? Auch, Brändle. Sie sollten nicht von hier aus... Tina? Nicht von hier aus telefonieren. Entschuldigung, ich dachte nur... Und Sie sollten hier auch nicht zu viel denken. Okay. Hat man Ihnen nicht gesagt, dass Handys hier verboten sind? Ich wollte bloß ganz kurz... Und wollen sollten Sie hier schon mal gar nicht. Sorry. Sie kommen vom Leiter Sozialarbeit, Matruschka, also von seinem Büro? Ja. Er hat Sie soweit belehrt? Ja. Wenn ein Gefangener fragt, würden Sie mir einen Brief mit rausnehmen, dann... Ist das die Vorstufe zur Erpressbarkeit? Mhm. Adressen angeben? Auf keinen Fall. Und vor allem? Nichts, aber auch gar nichts von sich selbst preisgeben. Dann geben Sie das Ding mal her. Ah, da kommt unser Freizeitbeamter ja schon. Meier. Tag. Ich bin der Freizeitbeamte und nehme Sie mit in den Saal. Tag. Na denn, gehen wir jetzt nach hinten. Ja. Die Freizeit endet nach 2 Stunden mit einem Gong. Sag mal, Nina. Kannst du nicht anklopfen? Entschuldigung. Sind wir hier im Büro oder was? Ja, ich wollte nur... Das ist ein Hotelzimmer. Ja, wo die Tür gerade aufgestanden hat. Sonst noch Fragen? Weißt du zufällig, wo der Jörger ist? Oh, Luft. Das ist... Oh, ist das eng. Das ist so eng. Ja, weiter. Oh, Luft. Oh, Mama. Ja, da kommt schon ein bisschen was zum Vorschein. Hi, hier ist die Tina. Ich bin gerade nicht zu erreichen. Ich rufe, wenn ihr mir eine Nachricht hinterlasst, zurück. Und je nachdem sogar gerne. Tschüss. Ich bin's, Tina. Du hast angerufen. Ja, ich versuch's später nochmal. Wie ich das hasse, wenn Leute nicht pünktlich sind. Und ich erst, wenn andauernd jemand drängelt. Jemand? Die Tochter? Nee, nicht direkt. Hauptsache, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Sie meinen den Namen Brändler als Türöffner, oder was? Naja, wie man's nimmt. Das sind ganz schön viele verschiedene Schlüssel. Sind ja auch ganz schön viele verschiedene Räume. Die haben Sie den ganzen Tag über in der Tasche dann aus. Die eine haben Sie an der Schnalle und ich halte sie am liebsten in der Hand. So weiß ich immer, wo Sie sind. Mhm. Wissen Sie, wie wir diesen Gang hier nennen? Nein. Den langen Gang. Mhm. 1 Minute, um durch ihn rein und Jahrzehnte manchmal, um durch ihn wieder rauszukommen. Und manchmal überhaupt nicht. Wie meinen Sie das? Sollte ein Scherz sein. Es gibt ja schon Leute, die auf den Namen einer bestimmten Kommissarin nicht sonderlich gut zu sprechen sind. Ja, leider kann ich jetzt für das JVA-Praktikum nicht schnell noch heiraten. Oder wissen Sie zufällig einen Kandidaten? Jörger? Ah. Nee, Fortbildung. Hm? Ja, vom Ich und Du zum Wir bei Offenburg. Ja, gesamte Mannschaft. Du, das übliche Blabla halt. Ja. Aber wenigstens habe ich bei der Gelegenheit einen Abstecher bei meinem Heiler machen können. Da bist du ja. Heiland, Sakra, die hast du mich verschreckt. Mal, wo steckst du die ganze Zeit? Also einen so von der Seite an. Da denkst du an den Zehnter. Du, ich melde mich gleich nochmal, gell? Ja, bis gleich. An was soll ich denken? Zehnter. Geburtstag. Oh.
Hundeführer. Ah, den hätte ich jetzt beinahe... Gut, also vergessen möchte ich jetzt nicht sagen, aber eher verdrängt. Aber kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn ein Mann mit meiner Erfahrung nichts anderes tut, die ganze Zeit als junge Kollegen an wichtige Termine zu erinnern? Aha, und kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn man als junger Kripobeamter andauernd von irgendwelchen Kollegen aus Offenstehe der Zimmertüre angesprochen wird? Irgendwelchen? Ob du dir das vorstellen kannst... Ich bin der Lars. Olli, Chris, Fährmann. Es fehlen der Walter und der Hans-Peter. Also ich bin der Anderl und bin die Brust von dem Mann, den Sie Pferd nennen. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, ich bin der Martin und leite die Knasttheatergruppe und ich habe das Stück geschrieben und für die Regie. Das ist praktisch unser Mädel für alles. Ja. Der muss, wenn wir dann mit der grünen Minna auf Tournee gehen, mit seinem Privatwagen hinterherfahren. Tournee? Ja, in einem halben Jahr, also zumindest nach Bruchsal und nach Schwäbisch Gmünd. Frauenknast. Ja. Sie haben vermutlich keine Vorstellung davon, was das heißt, sowas genehmigt und organisiert zu kriegen. Ja? Nee, eher nicht. Wenn wir jetzt vielleicht einmal die Vorstellungsrunde fertig machen. Also ich bin die Tina und ich bin hier im Rahmen eines Praktikums für mein Studium. Tina. Ja. So, die Rechnung noch, Herr Finkbeiner. Danke. Sehr gerne. Ah, und das hier hat man noch für Sie ins Fach gegeben. Oh, danke. Und beehren Sie uns bald wieder. Ja, und Nina? Die ist noch oben. Mhm. Kennst du den Weg? Wie sie sagt, ja. Notfalls gibt's ja auch noch Navi. Also das eins klar ist, gell? Ich sing it. Das habe ich dir aber gestern schon gesagt. Ja. Ich kenne den ja auch. Der Zehnder war der beste Hundeführer, den das Ländler je gesehen hat. Und der hat der beste Polizeihund. Der je als Welpe aus einer Autobahnraststätte Mülleimer zugeworfen ist. Da kann man auch mal sehen, dass bei der Polizei Abstammung auch nicht alles ist, gell? Im Gegensatz zum sonstigen Trend, ja. Nina hat neulich auch gemeint, dass sie sich nicht sicher ist. Was? Ja, ob sie singt. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted? Wer so singt, der hat seine Einzelzelle sicher. Ja, obwohl, singen tun wir im Häfen ja sonst nicht so gern. Wo? Im Glas. Ja, und unter der Dusche, absolutes Singverbot. Sehr gut. Das kann ich verstehen. Und wie ist es mit dir so? Mit was jetzt? Singen. Meine Mutter ist in einem Jazzchor, aber ich bin da eher wie meine Tante. Nina? Ja, die singt auch nicht so gerne. Ja, manche mögen die hier ja gar nicht. Es gibt Leute, die halten sie für eine der besten Profilerinnen. Ja, vor allem sie selbst. Ja, nur durch ihre Profilarbeit ist man dem Chris nämlich auf die Spur gekommen. Das ist doch so, Fährmann, oder? Das kann man so oder so sehen. Und wie sie ihm dann bei der Festnahme ins Knie geschossen hat, da hat es nur so gespritzt. Alter, uah. Blut. Sag das nochmal. Oh, ich kann kein Blut sehen. Ja, ja. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Oh. Gibt es noch weitere Qualifikationen, warum du ausgerechnet zur Polizei hast? Was ist das mit dem Gott hier, Mensch? Nachricht von? Nina. Schreibt was? Er hat in 10 Minuten los. Wette, der kommt mir irgendwas dazwischen. Wenn die Nina ja sagt, dann meint sie auch ja. Und ich sag dir, die verkrümmelt sich. Ach, sag mal, was ist denn das mit dem Gott? Da drückt man ganze Luft ab. Das ganze Auto, das macht also alles hier, das macht mich allergisch. Sofort schnallst du dich wieder an. Oh, wenn du wüsstest, wie... Ich habe eine Pieperallergie. Na also... Nochmal zu diesem Heiler. Ja, ich dachte halt, wenn wir schon in der Gegend sind, dann mache ich halt auch gleich einen Termin. Fortbildung ist Arbeitszeit. Wow. Und der ist der Meinung, deine diversen Beschwerden kommen von was? Geburtstrauma. Ja, so. Unter anderem. So, bitte. Die Quittung für Ihre Spesenabrechnung. Danke. Ach, und das hier hat man noch für Sie ins Fach geben lassen. Danke. Gut, dass ich dich treffe, Nina. Ah,
der Herr Personalratsvorsitzende ist auch schon soweit. Ja, bist du zufrieden mit dem Hotel? Ja, vor allem, seit ich erfahren habe, dass es von deiner Schwester betrieben wird. Jetzt verstehe ich auch, was du gemeint hast mit alles organisch miteinander verbinden. Fortbildung und Ständchen singen, ja. Ja. Ich hätte so gern noch ein Foto vom Adi gehabt. Von wem? Na, der Adi, vom Zehnder, der erste Hund. Soll ja ziemlich hässlich gewesen sein. Wen meinst du jetzt genau? Na, aber so eine Nase für Sprengstoff. Allein wie die zwei damals in Freiburg ganz allein das große Kaufhaus nach der Bombendrohung durchkämmt haben. Über 6 Stunden. Ja? Ist der Finke noch oben? Ich meine, der ist schon gefahren. Und du weißt, dass er Finke nicht so gern hört. Ach, das Lied hast du, wie ich sehe, gerade bekommen. Was für ein Lied? Ja, ich habe die ganze Nacht dran gefeilt und es allen heute Morgen ins Fach gegeben. Immer auf den letzten Drücker. Hier. Ist das der Text? Ja. Also, wenn ich den so überfliege, du, also wenn Personalratsvorsitzende zu reimen meinen, gell? Und die Melodie, wie geht die nochmal? Sing mal vor. Etwa so. Zwei und. Aber. Nicht schlecht, oder? Das, Und der Refrain dann so. Oh. Das klingt aber. Ja, kannst du nochmal den Mittelteil da. Kein Problem. Ah, ja. Ja, da triffst du immer den richtigen Ton. Also praktisch nur Lippe bewegen und so tun. Komm, ich mal. Sag mal, wenn ich was falsch mache. Ja? So. Gut, gell? Ja, doch. Ich habe nie gezweifelt, dass du das nicht kannst. Siehst? War das eben das hohe C? Ja, aber nur einfach gestrichelt. Respekt. Du, dann bin ich ja gespannt, wie sich das so im Chor hört. Das verstehe ich jetzt auf die Schnelle nicht. Stück im Stück. Keiner will die Leiche spielen. Ja, mit der besonderen Note, dass fast die gesamte Truppe aus Mördern und Killern besteht. Echt abgefahren. Darf ich dir nachher noch kurz was zeigen? Ich weiß nicht. Ich. Ach komm, Kaffee? Okay. Du trinkst keinen? Ich krieg von Kaffee Herzklopfen. Bin dann immer ganz K.O. Sind Mörder und Killer nicht irgendwie das Gleiche? Sagen wir mal, alles Kapitalverbrecher, also außer die Pferdebrüste. Andal, willst du nicht mal der Tina deine Brust zeigen? Oh, später vielleicht. Unser Andal, der hat sich an einem Seil, das über Haken mit seiner Brust verbunden war, 3000 Meter in Luftflug verlassen. Krass. An einem Hubschrauber. Ja. Und jetzt sitzt er wegen der Steuer und so. Das heißt? Der macht alles für Geld. Außer Mord. Naja. Dafür gibt's ja dann uns. So sieht's aus. Milch, Tina? Zum Psycho. Ja, gerne. Komm, zeig dir, wo die steht. Kommt jetzt, Leute, jetzt müssen wir doch mal anfangen, eine Probe. Ja? Ich bin's. Babs? Es kommt der Tag, da erwürg ich die. Ja? Wehe, du legst auf. Wo bist denn du? Das ist jetzt egal. Hört sich nach Autobahn an. Das lass mal mein Problem sein. Was gibt's? Die Tina hat versucht, mich anzurufen. Ist irgendwas? Das weißt du doch nicht. Sie ist deine Tochter. Dann rufst du doch an. Da meldet sich nur die Mailbox. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Weg, die ist weg. Wer? Na, die Tina. Gerade Elber war sie doch noch da. Das darf aber jetzt nicht wahr sein. Der Chris, der wollte ihr Zeuge, wo die Milch normalerweise staut. Oh nein, bitte nicht. Ja, und was jetzt zusätzlich zur Beunruhigung beitragen könnte, ist, der liebe Chris fehlt auch. Der kann mit dir eigentlich nur da vorne raus sein oder in einem der Fachräume da. Ach, zu.
Mathe, Physik und Bio. Zu? Ja, ist zu. Eine Sekunde nicht aufgepasst. Scheiße, scheiße. Oh, scheiße. Ja, und was jetzt? Die Theatergruppe wird jetzt abgebrochen. Ich schlage den Gong. Wenn du alles verschwommen siehst, wundere dich nicht. Ich sag nur Kaffee und K.O.-Tropfen. Wo? Ist das gut hier? Wie? Wie wir so schnell hier reinkommen? Bei unserem guten Herrn Meier kann man sich sicher sein, dass er einmal am Tag seinen Schlüsselbund neben sich legt und bei guter Ablenkung ausreichend lange liegen lässt. Was ist das denn? Schreibtisch. Da kann man allerlei drauflegen. Und allerlei drauf tun. Na siehst du, ich hatte ja gehofft, dass die Nina kommt, wie der Meier meinte, eine Brändle sei angemeldet. Aber die Nichte, das ist ja noch besser. Alles gut, alles gut. Wer sich in einen Tigerkäfig wagt, muss mit Tigern rechnen. Aber das weißt du ja. Das Opfer. Das Geborene. Opfer. Weil ich nicht raus kann, musst du rein. Was? Und neugierig ist sie auch noch. Als bald so ein Gurt den so drückt, der denkt es, geht wieder los. Es? Ja, er sagt, die traumatische Geburtserfahrung hätte sich tief ins Unterbewusstsein einprägt. Also so ein Eigfresser kann man sagen, weißt du richtig, weißt du, was ich meine? Ja, dein Unterbewusstsein kann auch noch denken. Mhm. Und dann kriege ich halt auch keine Luft. Und wenn es denn auch noch so, Entschuldigung, aber wenn es denn noch so süßlich riecht, jetzt wieder ihr Rasierwasser. Mein Rasierwasser ist süßlich. Ja, dann kommt alles wieder hoch und Panik. Mein Rasierwasser verursacht bei dir Panik? Ja, kriege ich auch keine Luft und nur ganz kurz einmal, stört es dich, wenn ich nochmal schnell das Fenster aufmache? Und wofür alles, frage ich dich, gell? Für so einen alten Knacker, um dem ständig vorzusehen. Den alten Knacker möchte ich überhört haben. Und das auch nur am Ende der Welt und auch nur auf Staatskosten. Ein bisschen Respekt vor einem hochdekorierten, hochgeschätzten Hundeführer. Brände? Zender hier. Wer? Der Zender. Ah, das ist jetzt mal eine Überraschung. Ich wollte eigentlich der Finki sprechen. Im Büro geht er aber nicht dran und ich kann sein Handy nur mehr gerade nicht finden. Herr Finkbeiner ist auf Fortbildung. Aha. Und Sie? Ich? Ich esse gerade. Sie wissen nicht zufällig, ob da was im Busch ist? Ich verstehe nicht. Wir haben doch ehemalige Kollegen früher zum 70. immer was gesungen. Und ich habe Ihnen doch damals das schon erzählt, wie der Schneider seinen Personalratsauftritt gehabt hat gegen die Vetterleswirtschaft. Also sonst wäre er doch nie gewählt worden. Ach, das wissen Sie nur? Hunde und schöne Frauen vergisst die Zender nicht. Und auch nicht ihre Handynummer. So, so. Ja und, warum schlägt er jetzt nicht den Gong, unser Freizeitbeamter? Weil ich ihn daran hindere. Ihr schadet euch doch damit um. Selbst. Ja, ist klar. Genau deswegen sind wir ja da. Immer schaden wir uns selber. Still. Was ist denn das für ein Blusenknopf? Jetzt halt doch mal still. Bluse muss runter. Und... Oh, was haben wir denn da? Ich hab's gewusst. Gleich, wie ich dich gesehen habe, habe ich es gewusst. Wie oft hast du dich denn da an den Armen schon geritten? Tiger, Tiger, burning bright in the forests of the night. So, Schlüssel. Jetzt lass ihn halt mal anderen. Ja. So, wo ist der Schlüssel? Weg.
Scheißpsychopath. Ich hab dir vermutlich bei der Vorstellungsrunde hier neben mich auf die Bank gelegt. Oh Mann. Bunsenbrenner. Noch einmal lassen Sie den Schlüssel wohl liegen, wird das ernsthafte Konsequenzen haben, Meier. Das ist ja Otto und Direktor. Diesmal wird's aber nicht bei einer Abmahnung bleiben. Weißt du, es kommt, wenn Beamte immer länger arbeiten sollen. Ja? Äußerlich fit, aber doch zunehmend vergesslich. Wenn die vegetiert, die Tournee canceln. Ich mach dich platt. Hallo. Ich quetsch dir die Eier. Meier, hallo. Sei dir mal still. Alles soweit in Ordnung bei euch in der Theatergruppe. Sag was. Was denn? Aber pass auf. Mir bringt den Handgriff ein paar Jahre mehr. Dir lebenslang den Rollstuhl. Was soll denn das Geschrei? Hallo. Wir üben Emotionen. Die üben Emotionen. Aha. Und wieso ist es jetzt so still? Emotionen und verschiedene Arten von Stille. Und die verschiedenen Arten von Stille. Alles klar hier. Na dann. Also bald die Wachhabenden und merken, was hier im Saal los ist. Was ist dann? Gibt's den Gong? Down, 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 down. Und los geht's. Gruppe abbrechen, Einschluss, Vollzähligkeit überprüfen, jede Zelle mit Sichtkontakt. Stand 486. Oh, einer fehlt. Schüsselkasten vorne überprüfen. Anstaltsleiter kommt, Psychologen kommen. Einsatzkommando braucht fast eine Stunde. Staatsanwalt übernimmt. Und dann kommen sie mit Blendgranaten, Hebewerkzeugen, um zu stürmen. 6, 7 Leute. Und dann Tür aufbrechen. Und wer steht da? Chris Fährmann! Mit einem Schichtmesser in der Hand. Und dann gucken die mit solchen Augen. Und dann... Dauert nicht lange. Wie guter Sex. Aber was erzähle ich dir? Du hast es dir schon so oft vorgestellt. Tot sein. Endlich. Ja? Und? Was hat sie gewollt? Ich weiß es nicht. Wenn sie bei dir anruft, da ist doch was. Ich weiß es nicht. Ich treibe mich in den Wahnsinn. Sie ruft an. Ich ruf zurück. Ich bin nicht erreichbar. Babs. Und immer mit schräger Fegel. Je schräger, umso besser. Vielleicht, weil sie sich nur so von dir unterscheiden kann. Bloß nicht konform. Es kann ja nicht jede Lehrerin werden und sich im Konrektor angeln. Und? Ist das denn so schlecht? Für sie, ja. Ich weiß nie, was sie macht. Völlig unberechenbar. Mal ist sie dort, mal da. Wie du. Babs. Und dann klingelt's Telefon, gell? Polizei. Sind Sie die Mutter von Tina Brändle? Dir zittern die Knie, weil du nie weißt, lebt sie noch. Und was ist diesmal wieder? Es könnte ja auch sein, dass sie versucht, von einer eher unempfindlichen Mutter bemerkt zu werden. Wir sind wahrscheinlich die einzigen Schwestern weltweit, die über alles miteinander reden können. Ein bisschen an der Oberfläche kratzt und schwupp ist man weg. Entschuldigung. Oh. Aber ich habe gedacht, ich rufe zur Sicherheit doch nochmal an. Vorhin habe ich schon gedacht, ich hätte vor dem Haus was gehört. Es war aber nichts. Sie hören sich auch an wie im Auto. Ja. Sie sind jetzt nicht zufällig auf dem Weg in die Seele? A5? Herr Zehnder, ich hab verstanden. Sie sind wie alle anderen zum Schweigen verdonnert. Herr Zehnder, wir können... Wo war ich vorhin stehen geblieben? Geburtstrauma. Sonst noch was? Ja, er will halt auch mein Immunsystem stabilisieren. Ja, so. Ja, weil er sagt halt, dass das System ist, das halt zwischen dem Ich und dem Du unterscheidet. Hm. Also das jetzt gehört zu mir zum Beispiel und das bin ich und das gehört halt zu mir. Ja, und das bin halt ich. Das geschieht aber völlig unbewusst, sagt er. Unbemerkt. Weil unbewusst ich unbewusst. Ja, aber das sagst du ja jetzt du. Und C.G. Jung unter anderem. Ja. Ah, nochmal zu dem Geburtstrauma. Ja, jetzt, also jetzt stell dich mal dahin. Und der, weißt du, der legt den halt so von hinten die Arme um dich und imitiert damit den Geburtskanal. Jetzt, spürst du das? Ja. Spürst du die Enge? So wie du drückst. Ja, es wird aber nur enger. Jetzt halt mal, komm, jetzt drücke mal dagegen. Richtig, jetzt mal, drücke mal dagegen. Jetzt, so, jetzt sag mal, was fühlst du?
Ganz im Ernst, Steiner, ihr Wasser, das nicht mal sowas von Luft, du. Ey, gut, dass wir euch treffen. Sag mal, müssen wir Freiburg Nord oder Freiburg Süd raus? Ich glaube Freiburg Mitte. Und ihr übt gerade Boxspringen? Ich krieg's nicht aus der Nase raus. Also vorausgesetzt, ihr übt nicht was ganz anderes. So, was denn? Habt ihr den Liedtext auch handschriftlich kopiert im Fach liegen gehabt? Ja, schon. Ja, und? Was meint ihr dazu? Ach ja, also wenn Personalratsvorsitzender zum Reimen meinen... Show, ja, der will Show. Und Öffentlichkeit, TV, Pipapo. Ja, du musst ja wissen. Das bisschen Hubschrauber. Ja, der wartet nur drauf, dass Alarm geschlagen wird, ja. Und die Maschinerie springt an, Tür geht auf. Und rüsch, dann ist die Tina tot. Im Knast geschächtet, streng nach dem Tierschutzgesetz. Betäubung mit K.O.-Tropfen vorher. Das beste Zeug, das zurzeit auf dem Markt ist, kriegst du nur im Gefängnis. Draußen musst du ewig danach suchen. Ich werde dann von meinem Zellenfenster aus zusehen, wie sie dich im Sarg durchs Haupttor rausfahren. Und deine Tante außen auf dich warten. Eigentlich hatte ich ja gehofft, die kommt, aber das mit dir hier wird ihr wirklich wehtun. Und... Oh, du steckst ganz schön was weg. Ist wohl nicht das erste Mal, dass du sowas intus hast? Hm? Dann ist aber doch ganz ruhig und sanft eingeschlafen. Ja, zehn, du... Ich hab seinen Kopf auf meinem Arm liegen gehabt. Ja. Der Adi. Gelähmt ab dem siebten Lendenwirbel. Lymphdrüsekrebs. Einen Hund einschläfen lassen zu müssen, mit dem er so lang... Ich kann Ihre Trauer gut verstehen, Herr Zehnder. Aber es ist einschlafen. Deswegen heißt es ja auch einschläfen. Ja, es tut nicht weh. Hab Vertrauen. Going home, going home. So ein schlankes, schmächtiges Mädchen. You are going home. Jeden Tag Suizidgedanken. Wenn aber einer sagt, ich helfe dir, sich doch so wehren. Fürchte dich nicht. No more stumbling on the way. No more longing for the day. Der Kerper kommt in die Abdeckerei, die Leine mit heim. Herr Zinn, das fühlt sich vielleicht an. Da denke ich lieber nicht dran. Ihr meint Schächten? Naja, da war ja draußen schon zu einer Paarfrau sehr, sehr unhöflich. Und jetzt lebt er sein Brass an der Tina aus. Und praktisch auch an Nina. Die Frage ist ja nur, wie finden wir raus, wo er mit ihr steht? Ja, da gibt's ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten, ja. Gell? Aber einige schon. Willst du jede Tür aufbrechen? Bis wir da durch sind, ist die Tina tot. Also, was machen wir? Wir müssen überraschen. Aber wie bitte? Ihr kennt ihn doch am besten. Wir? Wie hebelt man aus, Meier? Naja, hat er eine Schwachstelle? Dieser Psychopath, der ist selber die Schwachstelle. Ihr wisst also nichts über ihn. Immerhin, warum er hinkt. Ja, stimmt. Ja. Wenn eine was weiß, dann die Nina. Na, brauchst du ein Handy? Ist ja nun wirklich das geringste Problem. Bitte. Und dann habe ich mir am Bodensee mal wieder einen Wurf angeguckt. Und wen sehe ich? Der Elmo, ein E-Wurf. Wie ein Rennpferd ist der neben mir hergelaufen. Hoher Spieltrieb. Herr Zehner, ich muss der hat so... schon nach ein paar Wochen Training aus 6 Metern Entfernung ein 10 Gramm Kokain aufgespielt. Schlaf. Was habe ich jetzt gesagt? Du sollst schlafen. Schlaf! Da hat sich eine Ausbildung zur Verfolgung von Dealern, Junkies und so ja geradezu angeboten. Ich ab. Der geht ab. Ich platz. Der Elmo wie festgeklebt. Nur bei meiner Frau. Also wenn die mit dem raus ist und ein Radfahrer ist links vorbei mit ein bisschen Kokain in der Hosentasche, da ist der ab wie eine Rakete. Und meine Frau hat da gestanden wie... Also, Herr Zehnder, ich höre gerade, dass jemand versucht... Ich habe ihr gesagt, nimm die Susi mit. Und das Problem ist erledigt. Die was? Die Spiel-Susi.
Das ist so eine Art Quietschende mit ein bisschen Kokain innen drin, wo er wohl nicht drankommt. Wenn er die hat, ist Ruhe. Aber nein, für meine Frau hat es nur eine Alternative gegeben, entweder der Hund oder sie. Also habe ich ihn an die JVA Freiburg abgegeben. Das passt dann ja. Und jetzt... Als Hofhund. Hören Sie, da versucht gerade jemand, mich zu erreichen. Und jetzt ist die Frau tot und der Hund ist weg. Ah, jetzt fällt mir das Ei. Ist das nicht die 4711 inne? Was? Die Handynummer vom Finki. Boah, das kann ich Ihnen so auf die Schnelle nicht sagen. Dann habe ich sie ja doch. Herr Zehnter, ich... Ja? Hi, Nina. Ich bin's, der Martin. Martin? Ich bin im Freiburger Knast. Ich hoffe immer. Neulich in Stuttgart, wo wir uns zufällig in der Beizameck getroffen haben, da habe ich dir doch von meinem Knast-Theater-Projekt erzählt. Ihr habt noch einen Termin, Martin. Ja, und ich... mir... ein Problem... Nina? Drückt sich. Nina? Nee. Achtung, der Dichter kommt. So. Habt ihr alle den Text bekommen? Ja. Melodie ist klar? Ja. Auf den Text braucht gar keine andere Melodie. Schön. Was meint ihr dazu? Wenn du uns noch sagst, was unter dem Geschenkpapier versteckt ist. Ich habe mir lange Gedanken gemacht. Mich in der Nacht hin und her gewälzt, bis ich auf die Idee von einem schön gerahmten Foto von Elmo gekommen bin. So. Jetzt aber nicht der Elmo aus der Sesamstraße, oder? Ja, eigentlich wollte ich ja ein Bild vom Adi, aber meint ihr, ich hätte auch nur ein Foto von ihm gefunden? Ihr entschuldigt mich einen Moment, es leidet. Ja, geh nicht um die Ecke, Finki. Nicht, dass er dich noch sieht. Ach so. Ja? Ich bin... Zehnter. Das ist jetzt mal eine Überraschung. Ist da was im Busch? Wie meinst du das? Finki, wenn einer weiß, was ich meine, dann du. Sag mal, kannst du mal aufhören mit diesem ständigen Finki? Du weißt, was für ein Datum heute ist. Und du weißt ganz genau, wie mir früher diese polizeilich zwangsverpflichtete Hobbysänger, einschließlich meiner Wenigkeit, mit dieser Geburtstagssingerei auf der Wecker gegangen sind. Ja, ja, vor allem du mit deiner hochprofessionellen Gesangstechnik. Ist da was im Busch? Mundsperrangel weit aufreißen und kein Piep von einem Ton. Kannst du dich noch erinnern, wie du mir das vorgemacht hast? Ob da was im Busch ist? Du, ich habe jetzt gerade wenig Zeit. Ich melde mich. Wo ist der Schneider hin? Hat seine Gitarre im Auto vergessen. Gitarre auch noch. Chris Fährmann? Ja? Oh, shit. Nina, alles okay? Wieso geben die mir nicht Bescheid, wenn der raus ist? Der hat nicht nur einmal gedroht, mich zu... Wieso sagt mir der Direktor da nicht Bescheid? Nina... Lass mich da uninformiert durch die Gegend... Die wissen ehrlich gesagt noch nichts davon. Wie? Er ist weg, also verschwunden, aber nicht raus. Nicht raus? Nee. Von wo sagst du, rufst du an? Na, aus dem Theatersaal. Per Handy? Gefängnis in Deutschland nach Hause zu, immer relativ offen. Nicht raus. Wenn die Beamten mitkriegen, was da gerade abgeht, dann kommt die ganze Maschinerie in Gang. Da kann ich dir nicht wirklich... Die Theatergruppe für Jahre gegessen, das Stück, das Vertrauen, die Tournee, alles im Arsch. Wenn ich dir sage, dass er englische Lyrik mag, würde das wohl nicht helfen. Weiter war's noch. Im alltäglichen Umgang freundlich, nett. Nett. Mehr schüchtern und erstmal nicht aggressiv. Was aber in Sekundenbruchteilen umschlägt, wenn ihm eine Frau über den Weg läuft, die in sein Opferschema passt. Das ist ein zusätzliches Problem. Wir wissen nicht nur nicht, wo er steckt. Er hat auch eine Geisel. Aha. Und du kennst die von uns alle wohl am besten. Ich? Was hat er mir da gegeben? Ich hab gesagt, das Opfer muss bewusstlos sein. Alles klar, ich mach dir zu dem Gamma-Butyrolacton noch einen Schuss Benzodiazepin rein. Tina! Ja? Die zieht es an. Egal wo die ist, egal was die tut, die zieht es an, die zieht es an, die zieht es einfach Tina. An! Mein Name ist Tina Brändle, wo bitte ich ein Fettnapf? Ich bräuchte mal wieder einen zum Neidräder. Nina! Was sucht die im Freiburger Gefängnis? Na, wegen ihrem Studium. Und was studiert die? Du kennst sie also doch nicht so gut. Ich kenn die sehr gut. Sehr gut kenne ich die. Ich weiß noch nie, was sie gerade wieder macht.
Also... Schlaf jetzt. Wieso schlagen die nicht den Gong? Wieso hält sich hier niemand an die Regeln? Lina! Wahrscheinlich ist der mit ihr in einem von den Büros. Die sind doch normalerweise zu. Ja. Und der ist da wie reingekommen? Schlüssel. Er hat Schlüssel. Ach was. Wie kriege ich mir raus, in welchem Raum der sich mit der Tina versteckt? Nina! Darf ich kurz nachdenken? Wir haben keine Zeit. Wenn er ein Problem hat, dann seine Angst vor Hunden. Wenn er eine Schwachstelle hat, dann seine Kanophobie. Und Kokain. Und da fällt mir auf die Schnelle nur einer ein. Elmo? Ja. Du meinst jetzt aber nicht unseren alten Hofhund von draußen? Ja. Der, der auf manche Beamte scharf ist wie Nachbars Lumpi? Genau. Den meine ich. Und für was? Na, für die Theatergruppe. Wie kommt's? Weiß ja, wie die Regisseure manchmal so sind. Na, dieser ständige enge Kontakt zu den Häftlingen tut dir nicht gut aus. Der färbt ab. Oh. Ja? Die Kuppel hier, der Meier fragt gerade, ob er den Elmo für eine halbe Stunde für die Theatergruppe kriegen könnt. Sie machen jetzt für die armen Häftlinge aber nicht nur noch ein Streichelzoo. Oh, ich habe zwar drei Leute erstochen, im tiefsten Inneren bin ich aber so feinfühlig und so tierlieb. Ist der gerade verfügbar? Er ist immer verfügbar. Kann der Meier ihn holen? Ich bring ihn in die Kuppel. Gut. Gut. Mit oder ohne Susi 2? Natürlich mit. Jetzt können wir uns postieren, ja? Am besten, wir stellen uns hier zwischen Garage und Haus auf. So kann er uns auf keinen Fall vom Küchenfenster aus sehen. Wenn es eine Überraschung sein soll, dann soll es auch eine Überraschung sein. Was ist denn jetzt mit dir los? Okay, ich weiß. Als ehemaliger Hundeführer hat er doch sicher einen Hund, ne? Boah, jetzt aber keine Hundephobie, oder? Ich brauche nur den Hund zu hören, dann kriege ich weiche Knie. Sonst noch irgendwelche Qualifikationen, warum du bei der Polizei bist? Ja, kann bestimmt gut singen. Ja, so. Mir kribbelt es in den Beinen. Ich habe einen Kloß im Hals und einen Harndrang. Und dann dauert es nicht lange. Dann bin ich steif, völlig unfähig, mich zu bewegen. Ich stehe da wie so ein Brett, egal was ich gerade in der Hand habe. Ich bleibe einfach drin, weil es so steif ist und ich habe so ganz große Angst. Bereit, ja? Text ist klar, Melodie ist klar. Ja. Singen wir geht's ihm auf den Sack, singen wir nicht, ist er beleidigt. Ja, was empfiehlst du mit deiner riesigen Erfahrung? Oh, besser ist es, jemand auf den Sack zu gehen. Aha, und jetzt mit oder ohne Ton? Das hören wir dann. Hat er jetzt einen Hund oder nicht? So, Elmo, so. Also von der Kuppel bis hier war nichts. Sicher? Ja. So, Elmo, so, so, so. Da, Deutsch, Englisch und Geschichte. Im Fachraum von der Dr. Ems, im Reich der dicken Möpse. Hörst du den Hund, Fährmann? Wenn das stimmt mit der Hundephobie, da steht er jetzt da wie so ein Brett. Und wenn nicht? Ja, dann nicht. Nina hat gesagt, das klappt. So, wenn wir die Tür aufhaben, Andreas und Herr Meier gucken, wo er ist und auf ihn drauf. Olli und ich, volle Konzentration auf Tina und Martin die Tür. Okay. Die aufgebrochene Tür wird sich irgendwie erklären lassen, oder Herr Meier? Ja, vorausgesetzt, wir sind dann noch in der Lage, was zu erklären. Vorausgesetzt, die Tina ist nicht längst tot. Also, ja, wir haben einen Versuch. Ruhig, Emma. Gut. Gut. Keine Angst. Das ist der Olli. Wir haben längst Alarm ausgelöst, längst den Gong geschlagen. Der Hund ist Theater. Hilfe! Olli kann das Esel, Igel schmatzen, Katzen und Hunde. Es ist so heiß, so stickig. Luft, ich brauche Luft. Zwei, und drei! Da ist er! Messer weg! Tina! Da, da steht er, unser Chick, wie ein Brett. Das Ding her. Das? Soll ich dich an einen Hubschrauber hängen, du? Das Messer, her damit. Ein Monster. Die Schlüssel. Sag mir, wo die Schlüssel sind. Oder du hörst die England singen. Hm.
total verstimmt. Ja, so? Ja, was so? Ich habe erst vor kurzem drauf gespielt. Ach, scheiße. Naja, da muss jetzt mit ohne gehen. Oh, schade. Ja, des einen Leid, des anderen Freud. Ja, Schlüssel. Ja, sag's. Tina? Wo liege ich denn? Schreibtisch. Ist das der Gong? Wie? Der Gong. Ist das der Gong? Ja, die Freizeit ist rum nach 2 Stunden. Mit dem Gong. So ist die Regel. Kannst du den Hund mal? Martin, komm, Elmo, Hund. Komm. Ruhig, ruhig. Wo ist die Susi 2? Hier. Maja. Ist das die Susi 2? Komm, hilf da auf. Nicht anfassen, okay? Okay, okay. Mensch, Maja. Maja, verdammt nochmal. Ja. Wenn du den Regisseur und die Praktikantin dann rausbringst, kannst du den Hund mitnehmen. Der Willi ist noch in der Schreinerei und würde ihn dann vorne abholen. Yep. Und Susi 2 nicht vergessen. Yep. Wir versuchen dich jetzt rauszukriegen, als sei alles ganz normal. Geht's? Die Hände weg, alles geht, okay? Und das da ist was? Elmo! Elmo? Sieht doch aus wie ein Hund. Der. Was ist denn das, was der da in der Schnauze hat? Susi 2? Der Wahnsinn. Der, die, das. Er, wie, was. Wieso, was, warum? Ja, nicht frag, bleib dumm. Ist das der lange Gang? Nee, da sind wir schon durch. Wir bringen sie jetzt erstmal ganz raus. Draußen kümmere ich mich dann weiter. Diese Tropfen, die sind, du denkst, K.O., aber irgendwie bist du gar nicht ganz K.O. Und die ganze Zeit denkst du, wann kommt dieser Gong? Habe ich einen Brief oder sowas angenommen? Nee. Weil das ist die Vorstufe zur Erpressbarkeit. Oder Adresse oder von mir selbst. Habe ich von mir selbst was preisgegeben? Das ist jetzt schwer zu sagen. Kann er uns sehen? Wer? Na, er. Fährmann? Ja. Dass wir rausgehen. Ich. Also, dass ich jetzt hier rausgehe. Wir gehen noch raus, oder? Ja. Ja, je nachdem, wo Sie gerade mit ihm sind, könnte er durch eines der Fenster dort oben, ja, könnte er uns sehen. Sehr, sehr gut. Brav, Elmo. Der da neben uns herläuft, wie so ein Rennpferd. Ja. Wie ich 9 war oder 10, habe ich mal geträumt, dass ich von Elmo gerettet wurde. Also, Elmo aus der Sesamstraße jetzt. Sag mal, und wieso heißt dieses Plastikrohr Susi 2? Weil es eben Susi 2 heißt. Also für mich, ja, für mich sieht es aus wie ein total zerkautes Plastikrohr mit Löchern drin. Wieso eigentlich die Löcher? Damit er riechen kann, was im Rohr drin ist. Koks? Yep. Der Wahnsinn. Sind da jetzt alle noch dran? Yep. Also vielleicht wäre es in Zukunft doch besser, wenn die Schlüssel mit einer Schnalle... Nee. Ich brauche das Gefühl, dass ich die Schlüssel in der Hand habe. Tja, dann. So. Oh, Sonne. Ich liebe Sonne. Martin. Hi, Nina. Du hast angerufen? Du, wenn Mama dich schickt, dann ey. Oh. Ist das zufällig der Elmo? Mensch, Finki, Kopf runter. Finki,
Wenn ich auch nur noch einmal Finke hört, dann raste raus. Ich schwör's euch, ich raste aus. Was ist denn mit dem los? Finke, Finke. Ist ja irgendjemandem klar, wie alt der Finke ist? Ja. Dass mir auch mal was wehtut. Kann sich das hier irgendjemand vorstellen? Robben hier im Entengang durch die Rosenbeete. Allein die Kniegelenke. Und was macht der? Der rennt mit seiner kaputten Gitarre rum. Wen sehe ich denn da? Hallo. Da trittst du nichts ahnend zur hinteren Tür raus, um zu gucken, ob die Biotonne raus muss. Und dann siehst du einige bekannte Gesichter, die... Was macht ihr dann hier? Bravo, Finke. Bravo. Die Überraschung können wir jetzt knicken. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum... Kenn ich, frag bleib dumm. So, ich bring die jetzt erstmal zum Arzt. Wieso ein Arzt? Das geht mir gut, Bina, total gut. Wenn du dich gar nicht mal enttäuscht. Wenn hier einer täuscht, dann er. Er sieht nämlich nur so aus wie ein Hund mit einem löchrigen Plastikrohr mit Namen Susi 2 im Maul. Ach was. Tatsächlich ist das Elmo. Elmo Inkognito. Das mit der Hundephobie, du Mina. 100 Punkte. Aber die Idee von wegen, der Hund schnuppert aus 6 Meter Entfernung die geringste Menge Kokain in der Hosentasche, da bist du daneben gelegen. Chris und Kokain, nie. Ich dachte da nicht an Chris Fährmann, sondern... Was guckst du denn so? Du meinst, dein Nichte? Ich könnte dir rechts und links... Ey, Entschuldigung, dürfen Kommissarinnen hauen? Auf gar keinen Fall. Aber Tanten... Au! Oh Mann! Nicht ein Mucks. Wir hatten eine ganz normale Probe. Ist das klar? Die will das. Ob das klar ist? Ich sag euch, die will das. Ja, ja. Und du wechselst die Gruppe. Warum? Weil du das schon lange willst. Schach. Und hier bei uns ist und war alles so wie immer. Verstehst du? Und wenn's mal nicht so ist, dann sind wir durchaus in der Lage, es selbst zu regeln. In der Lage? In der Pflicht, wo die Polizei, ich meine die Beamten insgesamt ganz und gar an der oberen Belastungsgrenze sind und weiß Gott andere Probleme haben. Text klar, Melodie klar. Zwei. Kannst du mir mal sagen, was die hier machen? Singen? Ah, ja. Und, was? Hör halt. Sieht eher aus wie ein umgedrehtes Karaoke. Und die Leute hier, der Chor einer Lippenoper. Was du nicht sagst. Kommt alles von den Tropfen. Ah, was? SMS von deiner Mutter, sie macht sich Sorgen. Das kann ihr am besten. Der Alte da vorne auf der Treppe, ist das der Jubilar? Ja. Schaut aus, als hätte er Ohrenstöpsel drin. Das wissen wir gleich. Wo ist es, Herrle? Such! Elmo! Ja, das ist... Aber wo kommst du dann her? Ja, was hast du denn da im Maul? Ein Plastikrohr. Elmo, ich glaub's ja nicht. Ja, grüß dich, Nina. Komm, und ich hab glaubt, du tutzt dich. Und vor was denn bitte? Ja, Singe ist nicht gerade deine Stärke. Naja, so gut wie ihr gerade eben. Ja, also, sag bloß, du bist hinter jetzt vorbei, um den zu holen. Darf ich vorstellen, das ist Tina. Tina, das ist mein Kollege Finkbeiner. Ah. Hi. Kollege. Hi. Jörgo. Hi. Interessanter Name. Ja, dann werde ich mich mal um unseren Jubilar kümmern. Xaver, wart. Kann ich die kurz allein lassen, Tina? Ja, nicht allein, oder? Ja, nee. Also, ich hätte mal Tomate verwettet, dass euch nichts Besseres einfällt, als wie ihr Foto mit Rahmen. Und jetzt bringt ihr mir der Elmo zurück. Ja, ja. Ein bisschen Fantasie darfst du auch von der Polizei erwarten. Ne? Elmo, hast du mitgerissen, wie die gesungen haben? Ja. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, tun die das, um mich zu verarschen? Oder weil ich eine von denen früher so vorgemacht habe? Ja, schaust dir aus. Elmo, was sagst du dazu? Na, komm her. Platz. Ich war gerade Zeugin eines Ständchens der dritten Art. Alle bewegen die Lippen, aber man hört nichts. Ja, echt. Das Rasierwasser von dem da haut einen ziemlich um. Ja, böse Zunge sage, es heißt wie das hintere Ende von seiner Handynummer. Ja, andererseits, so schnell legt mich keiner flach. Wir schauen mal rein. Also ich meine um, du weißt, was ich meine, um. Ja, klar, schon.
Studierst du in Freiburg? Hm? Was denn so? Ja, hauptsächlich das Leben. Cool. Hast du schon mal was von der Mann, den sie Pferd nannten, gehört? Ich habe heute einen Mann kennengelernt, der behauptet, er habe da die Brust gedoubelt. Aber echt, oder? Elmo, dich gebe ich jetzt nicht mehr her. Und die Leine habe ich ja auch noch. So, und jetzt schmeiße mir das hässliche Plastikrohr mal weg. Gib's her schon. Brav. Nachher hole ich dir dein Susi, Elmo. Habe ich alles aufgehoben? Ja, was hast du dann? Hat da etwa jemand Kokain in der Hosentasche? Ach, such, Elmo, such. Was ist denn? Elmo, was soll das? Ihr Name? Rendle. Ach was, die Tochter? Nee, die Nichte. Ah, schön. Ja, wie man es nimmt. Brendles Nichte. Kriminalhörspiel von Hugo Rendler. Mit Xaver Finkbeiner, Urli Jeggi, Nina Brendle, Caroline Eichhorn, Jörger, Oliver Wnuck, Tina, Anne Müller, Chris, Sebastian Weber, sowie Gottfried Breitfuß, Isaac Dentler, Ernst Konarek, Horst Koterba, Matti Krause, Holger Kunkel, Andreas Leupold, Hans Löw, Marietta Megid, Sandra Pasic, Wolf E. Ralfs, Walter Renneisen und Martin Schley. Ton und Technik: Dietmar Rötzel und John Kohl. Regieassistenz: Christina Hof. Dramaturgie: Eckehard Skorupa. Musik: Ulrich Bassange. Regie: Marc Ginsler. Produktion: Südwestrundfunk 2015 für den ARD-Radio-Tatort.